hinter dir. Nee. So. Ah, dann klar. Okay. Oh, sag mal, da schwebt ein Medikit. Da kommt ein Flugzeug. Ich wirf das jetzt gleich keine Bomben. Nö, sieht gut aus. Okay. So, wohin? Gute Frage. Oh ne, ja, unser Auto ist noch da. Echt? Ja. Also hatten die ein eigenes? Und Tatsache. Das ist cool. Was liegt denn da? Oh, da liegen irgendwelche komischen. Liegt irgendwie eine Handgranate oder was ist denn das? Nee. Stolperdrahtmine. Liegt da? Ja. Oder ist. Hab ich ja, sehr gut. Dann kannst du die mal vor den Lastwagen setzen. Nee, Quatsch. Die rennen wir am Schluss noch selber rein. Ja. Oh, geil. Noch eine Handfeuerwaffe. So, bist du am Auto? Ja. Du auch? Ja, ja, ne? Ja, ist aber raus. Gut. Du musst dich jetzt nochmal genau angucken, wie du Adel hast, die braune Kappe hier abgedeckt. So, sollen wir rüber zum Flugfeld? Ja, warum nicht? Machen wir, ne? Willst du mal fahren? Ja, gerne. Aber bei mir leckt's halt gerade so ein bisschen, also. Ah, okay. Guckst du mal, ob's geht. Ja. Achso, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, wo es. Doppelt alt. Doppelt alt. Ah ja, perfekt. Scheiße, nicht mit der Maus. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Nee, ne? Nee. Habe ich gerade auch gemerkt. Ups. Ich glaube, du fährst falsch. Meinst du? Ja, musst umdrehen. War da oben nicht. Ich bin mir sogar sicher. Achso, da oben wäre das nur so ein Turm, aber. Ja, ja. Das Flugfeld ist in die andere Richtung. Ah, perfekt. Ja, weil ich sehe hier auf dem GPS nicht, wo ich hin muss. Ja, ja. Wow. Einfach geradeaus. Wow. Nicht so geradeaus, oder? Ja, sorry, bei mir hängt's, wie gesagt. Ja, ich glaube, das war's. Das eine Rad ist im Arsch. Nein. Scheiße. Ja, sorry, bei mir ist das echt so ein bisschen Dia-Show. Ja, kann ich machen. Bist du durch die Wand geglitscht? Ja, ich gut. Bin durch die Wand geglitscht. Ja. Alles klar. Ja, dann gehen wir auch zu Fuß. Ist sicherer ist für alle schön. Beteiligten. Ja, sobald ich hier auf einen treffe, bin ich wahrscheinlich hinüber. Ja, das liegt wahrscheinlich an der Stadt. Thomas und Daisy auf jeden Fall so. Ja. Das ist auch immer geleckt. Wenn der Prozess noch nicht mal. Nee. Das ist dann schon noch ziemlich hardcore. Was die Grafik angeht, ja. Und ja. Die. Ja, was halt alles berechnen muss. Ja, ja, klar. Dann ist hier jeder irgendwo an einer anderen Stelle, ne?
Müssen bald mal einen Blick irgendwie auf die Map werfen. Es sollte eigentlich bald mal losgehen mit dem blauen Kreis und so. Eigentlich schon, ne? Ah, ich sehe noch nichts. Ne, ist noch nichts. Ich soll ein bisschen die Pampa laufen, müssen wir auf der Straße. Dann laufen wir auch erstmal hoch zum Turm und gucken mal, ob wir da irgendwas finden. Ja. Aber online sind wir schon noch, oder? Ich habe gar keine Todesmeldung. Ja, ich glaube, online sind wir noch. Ja gut, ich meine, es ist halt dann, wenn nur noch 10 Spieler oder so auf dem Server sind. Ja, es sind nicht mehr allzu viele. Oh ja, Tatsache. Das ist richtig gut schon. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein paar Spieler treffen, nicht so hoch. Ja. Habe ich gerade was gehört? Ich hoffe nicht. Ne, ich glaub's auch nicht. Okay. Ich muss jetzt hier mal jemanden. Sollen wir erstmal in den fetten Turm reinschauen, ne? Also ich guck hier auf jeden Fall mal gerade bis zum Abflug, wenn er vielleicht rumspringt. Ja. Aufpassen, ich gehe jetzt gerade in die Basis rein, ne? Okay. Ja, ich gehe von hinten rein. Oh, Tito. Ist mal zumindest nicht vermint. Du bist unten am Turm? Ja. Ich gehe jetzt gerade hoch. Ja. Schön, ich gehe mal runter in das. So, in 10 Minuten. Ich glaube, wir sind im. Nee, das sind wir nicht, ne? Nee. Ja, das schaffen wir. Ja, dann müssen wir aber fast jetzt schon loslaufen, ne? Aber laufen dann los, ja. Oh, hier liegen Waffen rum noch. Sehr schön. Rucksack. Ich weiß nicht, welche Waffe ich nehmen soll. Aber hier habe ich nur ein Magazin. Für die andere habe ich, glaube ich, mehr. Oder? Nee, auch nicht wirklich. 30 Schuss, 30 Schuss. Im Endeffekt braucht man meistens eh nie mehr als ein Magazin, weil man dann meistens eh schon draufgegangen ist. Hast du wieder recht. Ah. Ganz großes Kino. Okay. Ah, Fernglas. Sehr gut. Starten wir langsam? Bist du. Ah, da gehst du gerade rein, okay. Ich bin hinter dir. Nicht erschrecken. Mhm.
toll, auf das Ding kann ich die. Kann ich das Visier nicht drauf bauen. Dann bleibe ich doch lieber bei meinem alten. So. Alles klar. Wollen wir los? Jo. Wohin müssen wir? Richtung Osten, ne? Ja, in die Richtung. Ja, Camp Rogan. Jetzt ist natürlich doppelt scheiße, dass ich die Karre geschrottet habe. Ja, meine Güte. Wir sind so gut, wir brauchen keine Autos. Na, stimmt. Na, kommt mir DayZ-Feeling hoch, ne? Gibt's glaube ich auch keine Autos. Simulator-Spiel. Ja. Da unten bist du. Ja. Gut. Habe ich nicht gerade Sichtkontakt verloren. Ich liebe diese Alt-Tastenfunktion. Ich liebe sie so abgöttisch. Ja. Die müsste in jedem Scheiß Computerspiel implementiert werden. Die ist so gut. Das stimmt. Ja, da gibt's ja auch noch eine so eine Art Headset, mit der das quasi dauerhaft möglich ist. Also ohne, dass du jedes Mal Alt drücken musst. Da drehst du dann einfach den Kopf und das ist dieser, wie heißt denn das? IR-Tracker oder so? Okay. Oder Track-IR? Das ist ganz cool. Gibt's auch so einen Typen, der heißt irgendwie Dyslexi. Der spielt auch Arma und der stellt das Konzept da halt vor. Okay. Weil Arma so eins von den Spielen ist, dass das unterstützt. Da hast du dann quasi so ein Gerüst am Kopf dran, das mit so Laserstrahlen, dass dir dann deine Kopfbewegung nachmisst und so. Ah ja. Okay, so kannst du dich dann halt so ein bisschen umgucken. Er ist total krank. Richtig schon wieder verloren. Und da liegt eine Leiche. Sollen wir runter? Wird wahrscheinlich von der Zeit her nicht mehr so gut aussehen, aber. Warte mal, wir bleiben mal hier oben. Ich guck mal mit dem Fernglas. Sieht noch ganz aus, ne? No risk, no fun, würde ich sagen, oder? Ja. Ach, scheiße, ich bin so. Oh, Mann. Oh, dann fährst du wieder. Ayo. Ayo. Lauf. Ja, jetzt machen wir es aber spannend, da. Wenn das Ding jetzt im Arsch ist. Ja. Sieht irgendwie verkohlt aus, oder? Nö, eigentlich nicht. Nö, nee, stimmt, jetzt sieht's wieder gut aus. Ist noch fresh. Alles klar. Direkt hinterm Kopf, du hättest mich gerade beinahe überfahren. Oh, scheiße. Wow. Ich glaube, das ist ein Einmann-Quad. Ich kann da nicht drauf. Warte mal, ich geh mal kurz runter, das kann auch sein, dass da liegt. Jetzt geh mal hinten drauf. Ah ja. Ja, perfekt. Alles klar. Mal Videos guckt. Ja. muss ich mal 3258. Warte mal kurz, ich muss erstmal rausfinden, wo wir sind. 3258, da sind wir.
wenn du geradeaus einfach fahren. Okay. Oh Gott. Jo, perfekt. Die nächste Kreuzung so ein bisschen nach links, so halb links ist das, und dann sind wir auch schon, dann siehst du auch schon den blauen Kreis auf dem GPS. Ah, ja. Jo, perfekt, 2 Minuten. Und wir sind drin. Sehr schön. Das Problem ist nur, die Straße war eine Sackgasse. Das macht nichts. Nee, ne? Geländetauglich. Wenn du Geländetauglich. Ja. So. An dem Ding vorbei und da jetzt so leicht links, da ist wie so, so ein Tal. Und wenn wir das entlang fahren, dann müssten wir eigentlich relativ nah an die nächste Straße rankommen. Hier noch weiter links, oder? Ja, da unten links, da siehst du da im Tal so eine leicht weiße Fläche. Also wenn wir da entlang fahren, dann... Wir waren halt ziemlich auf uns aufmerksam. Also. Ja, mein Gott. Ich meine, das Witzige ist ja auch, dass wir von hier kommen. Naja, schon. Aber wir leben es schon ziemlich lang. Ja. So, da oben sind 2 Hütten, in denen wir, glaube ich, auch schon waren. Und dann können wir uns ja überlegen, ob wir es Quatsch stehen lassen. Oder? Oder sollen wir weiterfahren? Keine Ahnung. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Ding jetzt überhaupt überleben. Ja. Und dann entscheiden wir. Ja, stimmt. Noch zu? Ah ja, aber kann es sein, dass wir hier vielleicht in einem anderen Spiel schon waren? Ja, ja, vorhin. Also jetzt in dem. Ja, hier ist eine Weste, hier ist ein Rucksack. Was ist das? Ich hab mal ein Visier. Okay. Ein Akku-Rot. Hätte ich noch einen grünen im Angebot? Ja, ich hab den auch in grün. Ich weiß nicht, welches ich davon besser finde. Ich glaube den roten. Wow. Alter. Wer hat da geschossen? Von wo? Keine Ahnung. Ich bin tot. Ja, ich hab's gemerkt. Fuck, ich weiß gar nicht, von wo der geschossen hat. Ich glaube von rechts. Also ich bin raus und dann rechts von ihm. Na. Ich glaub, schießen, ne? Ich stand an der Tür und der hat mich von hinten erschossen. Ja, perfekt, das war's.